Rennen, Fußball spielen oder auf dem Handy herumtippen. All diese Bewegungen werden vom Gehirn gesteuert. Es ist wie der Kontrollturm unseres Körpers. Von hier gehen die Befehle aus, die dann über die Nerven an die Muskeln weitergeleitet werden und die alle unsere bewussten Bewegungen steuern. Schauen wir mal genauer auf den betreffenden Teil des Gehirns, auch der motorische Kortex genannt. Das ist er. Es gibt davon in jeder Gehirnhälfte, also auf jeder Seite, einen. Witzig daran ist, dass die rechte Gehirnhälfte die Bewegungen auf der linken Körperseite steuert und umgekehrt. Das wissen wir alles dank des Neurochirurgen Wilder Penfield. Er hat Operationen am offenen Gehirn durchgeführt, um zu sehen, was darin passiert. Dafür hat er an bestimmten Stellen winzige Stromstöße verabreicht und so bemerkt, dass jedem Bereich eine Bewegung zuzuordnen ist. So als hätten wir unsere echten Beine und virtuelle Beine im Gehirn. Nur die Größe der verschiedenen Bereiche im motorischen Kortex ist nicht proportional zu den gesteuerten Organen. Wären sie proportional, würden wir eher so aussehen. Der Bereich, der beispielsweise die Zunge steuert, ist sehr viel größer als der für das Bein.